Allerseits, hoffe es geht dir gut. Willkommen zu einer neuen Episode von Noch ein Woch, die Online-Comedy-Show, die ich jede Woche präsentiere. Mein Name ist Mohammed Ibrahim Butt. Ich bin Newcomer in Stand-Up-Comedy-Kabarett, präsentiere jede Woche, immer Mittwoch, noch ein Woch. Immer neues Thema, neues Programm, neue Witze. Und heute wird's interessant. Noch ein Woch. Noch ein Woch. Luxemburg erlaubt den Bürgern Cannabisanbau für Eigenbedarf. Ja, Eigenbedarf. Die dürfen das nicht weiter verkaufen. Nein, 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 nein. Ja, und auch keine Steuern einnehmen. Nein, 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 nein. Eigenbedarf. Du weißt, Eigenbedarf, Bedarf, Eigen. Also so pro Woche 500 Kilo. Also du merkst, Eigenbedarf ist sehr dehnbar. Luxemburg bietet Luxus. Ja, aber was meinen die mit Bürgern? Alle, die da wohnen, arbeiten oder... Dichter Nebel, Tal der Mosel. Ist das jetzt auch Teil von Bill Gates Plan? Ja, Luxemburg-Tourismus ist am Kommen. Ist gute Idee, weil wer im Garten schafft, hat keine Zeit zum Anschaffen. Und die Luxemburger Kinder werden dann Lieder singen wie "Unsere Oma pflanzt im Hühnerstall Cannabis". Jetzt hat Luxemburg genau das, was Kohl nach der Wende uns immer nur versprochen hat. Blühende Landschaft. Ja, beim Ernst, ich meine, Luxemburg hat es ja nicht so weit nach Holland. Wahrscheinlich werden dann alle anderen Menschen in der Umgebung high durch Passivrauchen. Cannabis in Luxemburg. Gibt es da eine bestimmte Sorte? Deluxe? Diese Nachricht war so Mitte, Ende Oktober. Da haben wahrscheinlich viele in Deutschland gedacht, oh, wir müssen uns auch mal ein Bild haben. Ey, jetzt mal im Ernst. Ich meine, wie ist denn die Lage in Deutschland? Zum Tanken gehen wir nach Polen. Zum Cannabis nach Luxemburg. Was gibt es in Deutschland? Ja, Nudeln. Und Klopapier. Jetzt wird's interessant. Nach knapp einem Monat kommt auf einmal in Deutschland die Nachricht, Cannabis wird legalisiert. Natürlich viel ordentlicher als in Luxemburg. Natürlich, natürlich. Dafür hat ja die Arbeitsgruppe von SPD, Grünen und FDP entsprechend auch ein Statement gegeben. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Lizenzierte Geschäfte, also so richtige Unternehmen. Barbies Cannabis, Ibis Cannabis. Natürlich nur zu Genusszwecken. Genuss, weil es Genuss, Genuss. Deswegen wird Cannabis legalisiert. Cannabis hat ja so viel Genuss. Panikattacken. Konzentrationsstörungen. Das ist alles Genuss. Ich persönlich finde das echt hart, dass in Deutschland sowas legalisiert wird. Aber was kommt als nächstes? Was wird sonst noch alles legalisiert? Bankraub? Nur zu Genusszwecken? Jemanden grundlos auf den Kopf hauen? Nur zu Genusszwecken? Mehr Ehe. Zu Genusszwecken. Noch ein Woch. Noch ein Buch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir bitte unbedingt ein Like. Schreibe auch bitte unbedingt in den Kommentaren, welche Textstelle oder welcher Witz ist dein Lieblingswitz. Das wäre auch Genusszweck. Okay. Pass auf dich auf, bleib gesund und schau jede Woche, immer Mittwoch, noch ein Buch.